Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist ihr Job. Konnten wir gerade noch verhindern, dass der Transporter mit den Atombrennstäben in den Karton mit den Katzenjungen raste? Ja, ich glaube, so klingt's gut. Morgen. Morgen. Wo kommst du denn jetzt her? Das weißt du doch von den Leuten da draußen, denn deren Sicherheit ist unser Job und deswegen gehören wir zu denen auf die Straße. Ja und? Ach ja, hier, dein Brötchen mit Putenbrust. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich musste noch verhindern, dass ein Kleinbus mit Nonnen von einem Verrückten mit einem Panzerblatt gefahren wurde. Erinnert mich irgendwie an diesen 40-Tonner, der von der Autobahnbrücke gestürzt ist und knapp das Pfadfinderkämpf verfehlt hat. Ja, dafür ist er in Altenheim gestürzt. Aber nicht explodiert. Das war der ungewöhnlichste Tag in meinem Polizistenleben. Nicht explodiert. Wo gibt's denn sowas? Völlig absurd. Aber der Hammer war ja wohl, als das Space Shuttle beinahe auf der A43 in die Autokolonne des Dalai Lama gestürzt wäre. Das Space Shuttle? Mann, das glaubt uns doch kein Mensch, wenn wir das denen da draußen, deren Sicherheit unser Job ist, erzählen würden. Überleg mal, wir würden aus unserem Alltag eine Fernsehserie machen. Sowas wie Toto und Harry? Ach, ist doch völlig unglaubwürdig. Nee, im Ernst. Wir bräuchten nur jemanden, der für uns gute Drehbücher schreibt. Wie schreiben? Was gibt's denn da zu schreiben? Mal was anderes. Was gibt's da in der Kantine? Geschnetzeltes à la Cobra 11. Ach, dann haben die also doch aus unserem Kühlergrill rausbekommen. Interessiert mich nicht. Ich hab Kohldampf.